Servus, liebe Zuschauer, und willkommen zu einem neuen Video hier auf SuStreaming TV, dem Meinungskanal der Bundesfilmanstalt. Ja, es gibt mal wieder was zu gucken hier. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund, werden wir uns heute mal wieder ein Video vom lieben Bernd von Kleinen Fisch TV anschauen. Das ist schon ein älteres Video, aber da habe ich mir schon damals, als er das gemacht hat gedacht, eigentlich musste dazu was sagen, weil das auch so eine Thematik ist, mit der ich natürlich auch viel zu tun habe, aus dem Bereich Film, ja, was meinen Filmgeschmack betrifft. Und das passt ganz gut, deswegen werden wir uns das heute anschauen. Aber zuerst schauen wir mal, ich habe nämlich bei seinem letzten Wochenend-Vlog vom 15.8. auch kommentiert. Und da möchte ich nochmal, ja, hallo Bernd, wir machen es mal schnell weg. Wir wollen ja hier nicht das Recht am eigenen Bild verletzen, um Gottes Willen, ne? Auf keinen Fall. Aber wir schauen natürlich jetzt auch mal Kommentare an. Und zwar habe ich ja kommentiert, auch um natürlich den Bernd darauf hinzuweisen, dass es ja, dass ich jetzt auch hier einen Kanal habe und auch eine Reaction zu seinem Video gemacht habe. Ich finde, das ist, das gehört sich so, anstandshalber auf jeden Fall, weil derjenige, der reacted wird, soll ja auch die Möglichkeit haben, dazu was zu sagen unter Umständen. Ne? Deswegen habe ich hier jetzt mal kommentiert. Deswegen habe ich jetzt das Bild auch oben, also meine Fresse, ja, auch oben rechts eingeblendet, damit man die Kommentare lesen kann. So, also ich habe kommentiert unter seinem Video, ich gucke wieder nach oben, weil das auf dem oberen Monitor gerade ist. Also ich persönlich finde Reaction-Videos immer sehr unterhaltsam und lehrreich. Wir erinnern uns, er hat sich ja in diesem Vlog bisschen darüber echauffiert, dass andere da Reaktionsvideos zu seinen Videos machen und die dann auch noch hier auf fremden, nicht nur fremden Kanälen, sondern sogar anderen Plattformen hochgeladen haben. Und er hat sein Okay nicht dazu gegeben und Anwalt. Und ihr könnt das erste Video hier auf dem Kanal zu dem Thema anschauen. Oder ihr schaut auf BitChute bei der entsprechenden auch Slane Reaction vorbei. Der Slane, der hat ja auch schon ein paar Videos mehr gemacht, hat auch schon ein paar von den alten Sonntags-Vlogs reacted. Sehr sehenswert, wie ich finde. Verlinke ich euch unten natürlich den BitChute-Kanal, wer ihn noch nicht kennen sollte. Aber jetzt mal zu den Kommentaren. Also ich habe geschrieben, also ich persönlich finde Reaction-Videos immer sehr unterhaltsam und lehrreich. Das ist auch so. Und darauf hat der Bernd geantwortet, das kommt immer auf den Einzelfall an, wahrscheinlich. Die Umstände, wie diese Reaction entstanden ist, sind, worüber ich mich ja in diesem Video bereits geäußert habe, lässt mich stark daran zweifeln, dass das hier zutrifft. Also ich weiß nicht, entweder wahrscheinlich schreibt der Bernd vom Handy aus oder so und achtet da nicht so ganz auf die Autokorrektur und so, und das kann natürlich sein, ja. Menschen, die sich solcher Methoden bedienen und ungefragt Videos von meinem YouTube-Kanal dazu benutzen, ihren BitChute-Kanal mit Material zu versorgen, wirken nicht gerade besonders lehrreiche auf mich. Da gibt es andere Möglichkeiten, das umzusetzen. Auch das, was ich von der Reaction bis jetzt gesehen habe, macht nicht den Eindruck, dass es besonders hilfreiche Informationen enthält. Klar kann man das jetzt als abschreckendes Beispiel verwenden. Abschreckendes Beispiel wofür? Dass Reactions doof sind oder was? Doch ganz ehrlich, ich habe dort bis jetzt keine interessanten Ansätze gefunden. Eher das Gegenteil. Natürlich gibt es Menschen, die sowas unterhaltsam finden. Ja, das stimmt. Ich zum Beispiel und viele andere. Und sich daran ergötzen, das will ich nicht ausschließen. Wie gesagt, ich habe das im letzten Video schon angesprochen, es gibt eine sehr große Reactor-Szene auf YouTube. Das ist nichts Ungewöhnliches, lieber Bernd. Und ja, das gucken die Leute gerne. Doch unterstrich sehe ich drannen einen YouTuber, der Fehler macht und sich darüber aufreget, dass es andere YouTube gibt, die Fehler machen. Es ist eine Katastrophe, wie das hier geschrieben ist. Da sind so viele Rechtschreibfehler und Grammatikfehler drin, das ist der absolute Wahnsinn.
Bernd, achte doch mal ein bisschen drauf, was du schreibst, ne? Weil das ist schon ein bisschen schlampig und es ist unhöflich, nicht darauf zu achten, was man schreibt, dass man da wirklich jetzt rausfisseln muss, was gemeint ist, ne? Das Ganze hätte man auch etwas zivilisierter klären können. Ja, was heißt klären können? Es geht doch hier noch nicht um eine Klärung von irgendwas, sondern einfach nur um einen anderen YouTuber, der auf einen Inhalt auf YouTube reagiert hat. Da muss man ja nichts klären. Da hat ja jetzt keiner Streit. Also weder der Slane noch ich haben ja jetzt hier mit dir Streit. Das ist ja Quatsch. Man kann ja nur was klären, wenn es irgendwelche Meinungsverschiedenheiten oder Streits gibt, was ja nicht der Fall ist. Meinungsverschiedenheiten vielleicht schon, aber unterschiedliche Meinungen sind ja nicht schlimm, ne? Das macht ja nichts. So, ich kann mich ja nicht mal dazu unter dem Video äußern. Äußert, es ist eine Katastrophe. Das ist natürlich eine Lüge. Das hat der Slane auch schon gesagt in seiner Reaction. Natürlich kann man sich unter den Videos jederzeit äußern. Wahlweise entweder auf dem BitChute-Kanal oder halt unter dem Ankündigungsvideo auf YouTube, was ja Slane immer zu den Videos macht. Das geht natürlich. Demzufolge erkenne ich ja, wie sehr man daran ein Interesse hat. Ja, wenn man probiert zu kommentieren, schon. Aber gerne würde ich mich über ein paar Hinweise aus deiner Sicht freuen, die diese Reaction-Rekation ist. Unterhaltsam und lehrreich machen. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Darauf habe ich geantwortet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich unter dem BitChute-Video äußern kannst. Wie kommst du eigentlich auf den Trichter, dass die Facebook-Geschichte etwas mit der Reaction zu tun hat? Kleine Hintergrundinfo noch. Er hat ja eine Riesenstory von Beef auf Facebook erzählt und das dann in Verbindung mit diesem Reaction-Video vom Slane gebracht, was natürlich Humbug ist, ja, aber ja, ist halt so. Vielleicht nutzen Leute ja diese Möglichkeit zur Kritik, weil unter deinen Videos gerne mal Kommentare verschwinden. Ja, es ist mir auch schon passiert. Und nein, ich habe die Kommentare nicht gelöscht und ich habe auch von YouTube keinen Hinweis bekommen, dass die mir einen Kommentar gelöscht hätten, weil ich irgendjemanden beleidigt hätte, was ich ja auch nicht getan habe. Ja, kann sich ja jeder seinen Teil dazu denken, wer da was gelöscht hat oder nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und das Tolle bei einer Reaction ist ja, dass die Belege immer gleich dabei sind und die Zuschauer sich ihr Bild machen können. Du selbst hast es ja leider nicht so mit Belegen für deine Aussagen, wie wir wissen. Nun ja, vielleicht gefällt dir ja meine Reaction besser. Da habe ich eben darauf hingewiesen, hier auf diesem Kanal, da gibt es eben auch eine Reaction. Anders gemacht, als Slane es macht. Vielleicht gefällt ihm das ja besser. Darauf hat der kleine Fisch geantwortet, naja, das mit den Kommentaren ist ja so eine Sache, wenn die alle sich innerhalb der YouTube-Richtlinien bewegen, verschwinden die auch nicht, ich lösche sie jedenfalls nicht. Und das ist, ja, ich glaube nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Ja, wie gesagt, wenn YouTube, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wenn YouTube einen Kommentar, na obwohl, nee, stimmt, man bekommt nicht unbedingt eine Meldung. Es passiert tatsächlich, wenn man irgendwelche Triggerwörter schreibt, die YouTube nicht mag, die durch den böse Wortfilter fallen, dann werden die tatsächlich ausgeblendet. Okay, aber das war definitiv bei den Kommentaren. Ich schreibe immer sehr sachliche Kommentare, ihr werdet das auch hier sehen, da nicht der Fall. Beweisen muss man übrigens, nee, Moment, was lese ich hier schon wieder? Genau, ich lösche es jedenfalls nicht. Belege sind immer eine schöne Sache, da gebe ich dir recht, nur muss ich nicht belegen, was ich sage. Sagen, der andere muss widerlegen können, was ich gesagt habe. Oh Gott, es ist furchtbar. So funktioniert das nun mal nicht. Ich muss bewiesen, dass ich die Wahrheit sage, sondern nicht, ich muss, so funktioniert das nun mal nicht. Ich muss beweisen, dass ich die Wahrheit sage, sondern der andere muss beweisen, dass ich gelogen habe. Wobei eine Lüge sogar noch den Vorsatz der wissentlichen Täuschung enthält. Warum eigentlich dieses billige Tarnprofil? Da bin natürlich jetzt ich direkt angesprochen. Du kannst die Rück weiterhin als Bundesfirmansteig kommentieren. Mal ganz ehrlich, ist es doch schon etwas auffällig, dass kurz nachdem ich der Facebook, ich der, oh Gott, der Facebook-Vorfall von mir beantwortet, diese Reaction erscheint. Ja, nee, das ist nicht auffällig. Das ist einfach nur, das ist halt einfach so. Zufall ist das, nennt man das. So. Und doch, Bernd,
Denn nur du kannst beweisen, dass du die Wahrheit sagst, mit Belegen. Denn wie soll man, das ist so ein unerbringbarer Beweis, ist das vor Gericht. Ja, und sowas funktioniert nicht. Man kann nicht Beweise für Dinge verlangen, die derjenige nicht beweisen kann, weil er die Unterlagen nicht zur Verfügung hat. Die Unterlagen, ja, Screenshots, was auch immer, die hast ja du. Es ist nicht möglich, es andersrum zu beweisen. Verstehst du? Und so funktioniert das übrigens auch vor einem deutschen Gericht nicht. Du unterliegst da einer ganz, ganz kleinen Fehleinschätzung. Aber natürlich, wir sind hier nicht vor Gericht. Ne, Bernd, das stimmt. Beweisen musst du gar nichts. Ob du glaubwürdig dadurch bist oder nicht, das musst du selber wissen. Ja? Und das Tarnprofil, Tranprofil steht im Übrigen hier, das ist natürlich Quatsch. Denn es ist ein ziemlich schlechtes Tarnprofil, das erstens auf meinem Hauptkanal verlinkt ist und zweitens, wo meine Fresse zu sehen ist. Das ist ja voll die Tarnung. Vielleicht hätte ich mir irgendwie eine Perücke oder was aufsetzen und eine Sonnenbrille. Ja, dann wäre es vielleicht ein Tarnprofil gewesen. Das ist natürlich jetzt wieder ein Versuch und das macht Bernd sehr gerne, das mit dem Tarnprofil mir zu unterstellen. Ja, ich würde hier mit dem Tarnprofil kommentieren. Das ist natürlich einfach nur ein billiger Versuch, den Gesprächspartner zu diskreditieren bei den Lesern. Das macht er sehr, sehr gerne, vor versammelter Mannschaft andere zu diskreditieren. Und auch das ist so ein billiger Versuch, der natürlich hier bei mir, was meine Kanäle angeht, vollkommen ins Leere läuft. Wie gesagt, alles verlinkt. Ja, und ich bin zu sehen in den Videos. Das ist natürlich eine völlig lächerliche Behauptung. Darauf habe ich geantwortet, das ist doch kein Tarnprofil, ne? Ich gehe extra darauf ein, sondern mein Zweitkanal, ganz offiziell sogar verlinkt auf meinem Hauptkanal. Leider ist es ja inzwischen nötig, zwei Kanäle einzurichten. Ja, ich muss zugeben, ich habe es auch manchmal nicht so mit Groß- und Kleinschreibung, ne? Aber ich versuche zumindest Grammatik und Rechtschreibung richtig zu machen. Damit einem kritikunfähige Leute nicht den Kanal wegstriken können. Traurig, aber wahr. Ja, ist halt so. Beweisen muss man übrigens gar nichts. Wir sind ja nicht vor Gericht. Allerdings würde es der eigenen Glaubwürdigkeit schon helfen, wenn man Behauptungen aufstellt, diese auch belegen zu können. Macht einfach ein besseres Bild, aber das ist natürlich deine Entscheidung. Darauf hat der Fisch geantwortet. Naja, wenn man sich an den Richtlinien... Es ist eine Katastrophe. Ohne Scheiß, Bernd, das ist so unhöflich, so ein Kauderwelsch zu schreiben. Wirklich. Kann man nicht weggestrikt werden. Solange alles in Ordnung ist, kann man doch melden, was man will und es passiert nichts. Ja, ganz so ist es leider nicht auf YouTube. Und wenn jemand sich nicht an die Richtlinien hält, ist er doch selber schuld. Dieser Zweikanal dient dann also dazu, sich nicht an die Richtlinien dieser Plattform zu halten. Verstehe ich das richtig? Und hier wieder eine Suggestivfrage. Ja, ein sogenanntes Strohmann-Argument im Endeffekt hier. Er wirft hier etwas in den Raum, das ja überhaupt niemand... Er stellt hier eine Behauptung auf, die nichts mit nichts zu tun hat. Ja. Auch wieder natürlich mit dem Hintergrund, den Gesprächspartner zu diskreditieren. Auch hier wieder. Und ihm etwas zu unterstellen. Ja. Er unterstellt ja hier etwas oder mir etwas, was ich im Schilde führen würde, was ja nicht so ist. So. Darauf habe ich geantwortet. Wenn du es genau wissen willst, dient der Zweikanal, und jetzt übrigens auch mit meinem Hauptprofil, also mit der Bundesfilmanstalt, ne? Wenn du es genau wissen willst, dient der Zweikanal dazu, die Zuschauer auf meinem Hauptkanal nicht mit Themen zu belästigen, die sie möglicherweise nicht interessieren. Ja, und das ist auch einer der Hauptgründe, ne? Nicht jeder will Meinungsvideos oder politische Themen sehen. Ja, gerade politische Themen sind ja, ne, wissen wir ja, heikles Eisen, heißes Eisen. So wie ich die Videos auf meinem Kanal gestalte, sehe ich keinerlei Gefahr, gestrikt zu werden. Allerdings kann man bei YouTube nie wissen. Der Algorithmus arbeitet manchmal sehr seltsam und ermöglicht es Menschen, diese Funktion zu missbrauchen. Was wir in der Vergangenheit ja schon mehrfach erlebt haben. YouTube sollte im Übrigen mal lieber überprüfen, ob ihre eigenen Richtlinien überhaupt alle so gesetzeskonform sind. Ja? Ich meine, wir hatten ja auch schon erlebt, dass durchaus YouTube Kanäle gesperrt hat und diese wieder freigeschalten wurden, beziehungsweise werden mussten, ja, weil wir haben halt doch Meinungsfreiheit, gerade Meinungsblogger sind sehr stark davon betroffen und wir haben aber trotzdem Meinungsfreiheit und auch YouTube hat nicht, da sie diese Plattform zur Verfügung stellen, nicht komplett
uneingeschränktes Hausrecht hier und kann Leute rausschmeißen, wie sie wollen. So funktioniert das nicht. Jedenfalls bin ich kein Vollidiot und riskiere meinen Hauptkanal wegen meiner Meinung und kritischen Themen. Sicher ist sicher, mein lieber Bernd. Wir wollen doch hier noch viel Spaß zusammen haben, was ich auch hoffe. Darauf antwortet der Bernd, wenn das alles so okay ist, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja, ich habe auch nicht behauptet, dass ich mir Sorgen mache. Ne? Ich muss mir ja keine Sorgen machen, ich habe doch einen Zweitkanal. Ne? Wenn das alles so okay ist, brauchst du den doch gar nicht. Also, ne, ihr seht, man hat Bernd geantwortet, auch ausführlich mit mehreren Gründen und er hackt immer wieder auf dem gleichen Punkt rum. Auch wieder, natürlich geht es nur darum, den Gesprächspartner zu diskreditieren, denn Bernd hat natürlich kein Argument in dem Fall. Ne? Darauf habe ich geantwortet. Sag einmal, Bernd, ich habe doch gerade oben mehrere Gründe geschrieben, mehrere, warum ich den habe. Warum antwortest du immer mit ja, aber? Ne? Eben. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Bist du kognitiv etwas eingeschränkt, dass du Konversationen nicht richtig folgen kannst oder verstehst du die Wörter nicht? Und das ist hier in dem Fall eine ernsthaft gemeinte Frage. Ne? Das meine ich durchaus ernst. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, jemand läuft hier komplett an der Konversation vorbei. Darauf hat dann der kleine Fisch noch geantwortet. Bundesfilmanstalt, das liegt an der suffizanten Akzentuierung. Oh meine Güte. Der Beiträge, die du verfasst, da weise ich tatsächlich einige Defizite auf. Also, weiß ich nicht. Ihr könnt ja, liebe Zuschauer, ihr könnt ja selbst gerne mal das hier lesen, durchlesen, meine Kommentare, ob ihr die suffisant oder sonst wie empfindet. Könnt ihr ja dann mal in die Kommentare schreiben. Ich habe auch nicht weiter jetzt drauf geantwortet, weil Bernd muss immer das letzte Wort haben. Ich gebe es ihm gerne, ja, denn man dreht sich ja sonst, man würde sich tagelang im Kreis drehen. Ja, ich meine, es ist alles gesagt, was zu sagen war und ja, mehr ist nicht möglich. Und er hat ja selber gesehen, dass er da anscheinend einige Defizite hat. Also gut, ist halt so. Ne? Genau. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken, weil ich schon wieder sabbel, wie nochmal was. So, und jetzt steigen wir ein ins neue Video, ins neue alte Video, muss ich ja sagen. Und zwar geht es hier um dieses Video. Schnell mal hier das Bild wegmachen. Oh, da habe ich sogar auch kommentiert. Das Video heißt heute noch kein schönes Video oder was ist der härteste Film der Welt? Spannendes Thema. Der härteste Film der Welt. Und deswegen werden wir uns das jetzt auch zusammen anschauen. Das Video ist vom 31.01.2021, also das ist schon alt, ein gutes halbes Jahr. Und da steigen wir jetzt gleich mal ein. Dazu mache ich das jetzt hier runter, so. Und wir schauen uns hier natürlich mal wieder was Nettes an, ne, mit Wasser im Hintergrund. Ich schiebe mich mal hier in die untere Ecke, so. Und ja, wir fahren übers Wasser so ein bisschen. Ne? Ihr wisst, ich verwende hier kein Bildmaterial von Bernd. Das würde ich nur in Ausnahmefällen machen, wenn es wirklich was zu zeigen gibt. Aber Bernd steht ja hier vor seiner Regalwand und redet. Das müssen wir nicht unbedingt sehen. Schauen wir uns das Wasser hier an, fahren wir an den Klippen vorbei. Ja, und wir starten jetzt mal rein ins Video. Hallo Freunde meiner selbst gedrehten Handyvideos. Hallo Bernd. Und ja, ich bin ein sehr großer Freund deiner selbst gedrehten Handyvideos. Ich glaube, das sagt er gar nicht mehr mit den selbst gedrehten Handyvideos. Weiß ich gar nicht. Freut mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Auf Kleiner Fisch TV. Ja. Ja. Heute möchte ich mit euch mal über ein Thema reden, was mir so ein bisschen auf den Haaren geht. Und ich bin ganz ehrlich, ich nehme jetzt dieses Video auf. Was? Nochmal, was ihm was? Was mir so ein bisschen auf dem Haaren geht und ich bin ganz... Auf dem Haaren geht? Nochmal. Heute möchte ich mit euch mal über ein Thema reden, was mir so ein bisschen auf dem Haaren geht und ich bin ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was für ein Wort er da sagt. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt dieses Video auf, werde das eine Weile auf der Platte liegen lassen und werde dann halt überlegen, ob ich das überhaupt veröffentliche. Das heißt, dieses Video ist zeitversetzt. Was heißt das für euch? Oh. Ja, das heißt,
Ihr wisst nicht, wie alt dieses Video ist. Ich weiß es jetzt auch nicht, wie lange das da rumliegt. Ja, es ist eigentlich auch scheißegal, wie lange das Video auf der Platte liegt. Wenn es hochgeladen ist, ist es hochgeladen. Na, und der Bernd, der produziert ja ohnehin gern Videos vor. Das kennen wir ja. Ist ja auch nicht schlimm, kann man ja machen. Ich weiß gar nicht, warum er das jetzt hier überhaupt anspricht, aber... Wenn ihr jetzt ein Schinkenbrot esst, hat zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video hier gedreht habe, das Schweinchen noch gelebt, was jetzt als bei euch als Brot aufspricht, quasi geendet hat. Das heißt es damit. Und zwar geht es um eine Sache, okay, die so in den letzten Tagen ja auf YouTube aufgefallen ist. Ein YouTube-Kollege oder ein guter Freund von mir, sage ich jetzt mal schon, kann ich schon sagen, hat sich ja einen anderen YouTuber angeguckt, der ihn einen Film präsentiert hat oder einen Film quasi gefeiert hat. Ich habe mir das Video auch angeguckt, wie selten er doch ist und wie stolz er doch ist, diesen Film zu haben. Ja, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, vielleicht welcher YouTuber, ich meine, muss man nicht sagen, aber wäre vielleicht interessant. Und um welchen Film es sich handelt vor allem, das wäre natürlich auch spannend, ne? Aber Bernd ist ja immer oder sehr häufig sehr kryptisch in seinen Videos und ja. Einen gewissen Härtegrad hat. Dieser Film hat jetzt keine besonders gute Handlung und hat jetzt auch keinen besonderen künstlerischen Wert. Ich kenne diesen Film auch. Er wurde hier in Berlin des Öfteren mal auf irgendwelchen Underground-Partys gezeigt. Auf Underground-Partys? Da hat man was so ein Bettlaken aufgespannt ist und da halt Bilder drauf produziert worden sind. Und Huiuiui, Bernd, in was für Spelunken treibst du dich denn rum? Mit aufgespannten Bettlaken in Underground, womöglich im Darkroom. Heieiei, na, ich meine, klar, ich war ja auch schon das eine oder andere Mal in Berlin. Und klar, da gibt es natürlich schon auch abgefahrene Locations, ja, keine Frage. Diverse Clubs, ich war da in einigen Techno-Clubs und so in Berlin früher. Und das ist schon eine ganz nette Sache. Jetzt muss ich hier bloß gerade mal auf Wiederholen stellen, weil das Video hier dauernd endet, da oben. So, aber jetzt. Ja, ich bin hier voll der Anfänger mit OBS und so ein Zeug. Naja, was soll's. Ja, genau. Und da gibt es in Berlin mit Sicherheit einiges, ja. Da wurde dieser Film sehr oft dann halt auch gezeigt. Ich will diesen Film nicht erwähnen, wie auch die anderen Filme, über die ich hier rede. Warum nicht? Das ist ein bisschen scheiße, Bernd. Wenn du über ein Thema sprichst und Beispiele bringst und nennst die Beispiele nicht, ist das ein bisschen blöd. Verstehst du? Weil wie sollen sich Leute informieren, wenn du ihnen nicht sagst, worum es geht? Merkst du selber. Aus dem einfachen Grund, weil ich für diese Filme keine Werbung machen möchte. Oh. Es geht um sowas wie, was ist der härteste Film überhaupt? Das ist also, Bernd will uns jetzt erzählen, mein Gott, er muss jetzt hier die Jugend schützen, indem er ja keinen Titel nennt von irgendeinem ganz, ganz schlimmen Film. Ja, das ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, man betreibt einen Filmkanal und dann spricht man über die Filme nicht. Der brutalste Film der Welt und ja, ihr merkt schon, es gibt Filme, sage ich jetzt mal. Das geht mir auch so auf den Sack. Ich meine, das ist wahrscheinlich einfach ein Lizen von ihm, einfach immer zu sagen, es gibt's. Es gibt. Nicht es gibt's. Aber wie gesagt, okay, geschenkt. Das ist, man kennt es ja. Ich glaube, ich habe auch so beim Sprechen so die ein oder andere Lizen, so nennt man das bei uns, also so eine Angewohnheit. Ja. Und ja, gut, geschenkt. Ne? Ich gucke gerne Horrorfilme, ich mache das auch gerne. Es gibt aber auch Sachen, wo ich sage, das muss ich mir nicht antun oder so. Nee, muss man ja auch nicht. Damit zu tun, aber es gibt offenbar dann halt eine Gruppe von Leuten da draußen, die das zelebrieren. Und ja, wie gesagt, mein guter Bekannter, der sich dann halt diesen Film angeguckt hat, den ging es danach nicht so richtig gut. Und ich. Oh Gott, der Arme, musste er sich übergeben? Das ist ja schlimm. Ich kann das auch verstehen, weil das ist ein Film, der ist sehr, sehr verstörend auf einige. Da geht es dann halt darum, dass bereits am Anfang ja jemand dann halt in der Ecke setzt, sich aufschnellt seine eigene und sich selber entweidet zum Beispiel. Solche Filme werden dort dargestellt. Das gab es doch auch bei, warte mal, was war denn das? Dieser eine Film, wo der Typ da seine eigenen Eingeweide frisst. Maneater? Der Menschenfresser? War das Maneater? Schreibt es mal in die Kommentare, ich glaube schon.
Ich glaube, das war der Film war scheiße. Oder mit George Eastman. Ich glaube, Man Eater, der war echt kacke. Aber er hat seine Eingeweide gefressen. Wow. Ganz ist dann halt noch ein schwarz-weiß Gerät und ein bisschen verfremdet und wirkt sehr psychedelisch durch die Musik und ist wahrscheinlich Bigotten. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass damals, als Bernd dieses Video gemacht hat, kurz vorher auf irgendeinem Kanal, ich weiß nicht, wer ihn vorgestellt hat, Insano, ich glaube, der hat Bigotten vorgestellt, hat es sich damals gekauft. Das ist so ein komischer Film, glaube ich. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Aber jetzt, wo er sagt Schwarz-Weiß und Bigotten ist so ein Film, der so in dieser Underground-Szene so einen gewissen Ruf hat. Ja, vielleicht, ich muss mal schauen, ob ich den auch mal irgendwann kriege, rein Interesse halber. Aber der ist sehr, sehr teuer und ich will, ich habe da nicht unbedingt Bock, da so viel Geld dafür auszugeben, weil ich vermute, dass er mir nicht sehr gut gefallen wird. Aber also ich schließe jetzt mal aus diesem Zusammenhang. Ich kann mich täuschen, aber ich könnte mir vorstellen, der Film, den er meint, ist Bigotten. Auch in diesen Tönen und diesen Kontrasten sehr spooky gehalten. Also das ist so ein Film, der macht dir ein relativ mulmiges Gefühl. Und ja, ich habe ihn auch gefragt, Alter, warum guckst du ihn dir das überhaupt an oder sowas? Ja, weil ich neugierig war. Und da sind wir nämlich auch bei einem Thema. Ich weiß, wie das damals bei uns war, als die Horrorfilme rauskam. Ja, du musst dir das angucken, es ist voll der krasse Horrorfilm. Und ja, da war das auch so die wollten wir auch immer gucken. Und da war das auch so eine gewisse Art von Wissen. Hast du den und den Film dir angeguckt? Konntest du den überhaupt angucken oder irgend sowas? Da waren wir aber jünger, da waren wir 13, 14 und haben uns dann halt den bösen Horrorfilme angeguckt. Ja, da kann ich mich natürlich auch noch erinnern. Das war bei uns ja damals auch so auf dem Schulhof, ja. Als ich so 12, 13, keine Ahnung was war, ja, da gab es natürlich Titel wie Tanz der Teufel und Texas Chainsaw Massacre und Gesichter des Todes, das waren so die drei, ja, überhaupt, boah, hast du den gesehen, oder Muttertag, ja, und da wollte man natürlich auch immer dazugehören, ist ja klar, ne? Das waren damals so die härtesten Filme, die wir kannten, ja, heutzutage wissen wir, Tanz der Teufel ist inzwischen ab 16 freigegeben, ja. Und Muttertag ist auch nicht besonders gut gealtert. Und da hat das immer so eine Art von Mutprobe gehabt. Ja, so ein bisschen, ich ja. Ich habe mir dann nochmal das Video angeguckt von der Person, die dann halt diesen Film vorgestellt hat. Und der hat dann halt auch gesagt, ja, er ist froh, diesen Film zu haben. Und der ist ja so selten. Und ich bin mir ziemlich sicher, er spielt auf Insanos Video an, wo er sich Bigotten geholt hat. Müsste ich mich jetzt gewaltig täuschen, aber ist, glaube ich, so. Mal ganz kurz nebenbei, dieser Film ist nicht selten, er ist sogar breit vertreten, er hat sich jetzt diese US-Edition bestellt, die hier in Deutschland eigentlich nicht... Ach so, er ist nicht selten? Aha. ...so üblich ist, wir haben dafür halt eine Edition, die, glaube ich, aus Österreich oder der Schweiz hier sehr relativ gut erhältlich ist, die jetzt aber auch kein Bootleg ist, wie er das jetzt so dargestellt hat oder irgend sowas. Also es ist dann, ja, das ist... Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, um welchen Film es geht. Wenn es Bigotten ist, bekommt man ihn definitiv nicht einfach mal eben so über Österreich oder sonst wo. Das definitiv nicht. Ja. Wenn es ein anderer Film ist, kann es sein, weiß ich nicht, dadurch, dass es ja nicht sagt. Nur original, wenn das und das drin ist und das und das auf der... Ja. Ich will die Edition jetzt nicht schlecht machen. Ich will den Film jetzt auch nicht schlecht machen. Aber dieser Film oder generell andere Filme. Es gab auch noch einen anderen YouTuber, den ich gesehen habe, der ja schon Werbung fast dafür gemacht hat, für Filme, die als... Oh mein Gott, er hat Werbung gemacht. Ich kenne sehr viele YouTuber, die Werbung machen. Auch in der Film-Community. Snuff-Movies verkauft werden auf Filmbörsen. Also wenn was? Moment. Jeder war mal auf der ja schon Werbung fast dafür gemacht hat für Filme, die als Snuff-Movies verkauft werden auf Filmbörsen. Also wenn jeder war mal... Die als Snuff-Movies verkauft werden auf Filmbörsen. Also ich vermute, er meint jetzt hier diese diversen Fake-Snuff-Filme, die es ja gibt. Ne? Von Peralta hier, Snuff 102 zum Beispiel. Ja, den kenne ich jetzt, habe ich sogar da.
Oder was gäbe es denn da noch? Hier wahrscheinlich auch diese Lucifer Valentine-Filme. Ich habe die aber nie gesehen, weiß nicht, ob die da so in die Kategorie reinpassen, aber ich denke mal, sowas meint er da jetzt. Auf der Filmbörse und der eine oder andere hat vielleicht den einen oder anderen Händler auch schon mal gefragt, ey, sag mal, was hast du noch unter dem Ladentisch so? Und einige werden die Antwort gehört haben, nichts. Andere haben aber die Antwort gehört, ja, komm mal rum, zeige ich dir. Und dann werden dann halt so eine Sachen dann auch schon mal präsentiert. Also es ist, wer da rankommen will, kommt da ran. Das ist. Ja, das ist ziemlich einfach. Übrigens, auf einer Filmbörse steht sehr oft sehr viel Zeug unterm Ladentisch. Also unter dem Tresen, da stehen oft noch Schachteln mit allem möglichen Zeug. Also nicht nur auf dem Tisch schauen, sondern auch darunter, da steht auch häufig was. Weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Händler danach gefragt, denn, also ich kenne ja nur die Filmbörse in Nürnberg oder halt dann zum Beispiel das House of Horrors oder Weekend of Hell. Neuss oder sowas, da komme ich eigentlich nicht hin, aber ne, Nürnberg ist keine allzu große Börse. Aber da bekommt man alles. Also auch diese Fake-Snuff-Filme, die liegen da auf dem Tresen aus. Also da muss ich jetzt nicht den Händler fragen, was er unter dem Tresen hat. Das ist mir noch nie untergekommen, lieber Bernd. Vielleicht ist das in Berlin auf der Filmbörse anders, das weiß ich nicht. Das Problem sind nicht die Filme, das Problem ist die Bekanntheit des Namens, sage ich jetzt mal. Wer diese Filme nicht kennt, der besorgt die sich auch nicht. Wer diese Filme kennt und Natürlich davon nicht. gehört hat, oh, ich habe gehört, der hat darüber geredet und der Film muss so schlecht sein, ich will das mir angucken. Deswegen erwähne ich diese Filme nicht. Jedenfalls in diesem Film geht es darum, davon gibt es glaube ich mittlerweile drei Teile, dass eine Frau in einen Keller eingesperrt wird und dort, ja, gefoltert, missbraucht, geschändet, also alles, was du so Menschen dir antun kannst, wird in diesem Film gezeigt. Das Ganze ist ein Amateurfilm, wirkt dann halt wirklich als Snuff-Movie, weil das dann auch mit so einer Wackelkamera gedreht wurde und wird dann auch als Snuff-Movie verkauft oder als Real-Snuff nennt sich das. Das könnte natürlich jetzt auch, ich weiß nicht, ob es davon drei Teile gibt, hier diese August Underground-Reihe sein. Ja, habe ich auch nie gesehen. Würde mich auch mal interessieren. Aber die Dinger, das ist alles so teuer. Und für Filme, wo ich eigentlich schon davon ausgehen kann, dass ich die vermutlich für Schrott halten werde, obwohl sie mich interessieren, rein, ne, wie die gemacht sind. Meine Güte, aber es könnte auch August Underground sein, das geht auch so in diese Richtung Fake Snuff, ne? Aber ob es da drei Teile gibt. Ja, und hier von Lucifer Valentine, von dieser von der Vomit-Gore-Reihe, da gibt es ja inzwischen, glaube ich, vier, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich, aber dieser Film ist gefaked. Ich habe mit einem der Produzenten, den habe ich mal auf der Filmbörse. Ach, wirklich, er ist gefaked. Es werden keine echten Menschen real in diesem Film getötet. Ja, wer hätte es gedacht, Bernd? Getroffen. Da saß dann einer und meinte, ja, ich habe auch die Frau gesehen, die da umgebracht wurde, also in diesem Video. Die saß dann da und hat Autogramme gegeben und also das ist wirklich dann halt, aber ja. Sinn dieses Films ist jetzt gar nicht. Das ist sowieso interessant. Dieser Film wurde digital gedreht und wurde als VHS verkauft. Also, da haben die Jungs sich ein richtig gutes Marketing einfallen lassen. Der ist nämlich gar nicht so alt, wie das dann heißt. Der wurde irgendwie, ich glaube, 10 Jahre später gedreht und dann wurde der künstlich veraltet, um zu sagen: Ey, guck mal hier, den gab es damals nur auf VHS. Ja, Marketing ist das A und O. Ja, das kennen wir spätestens seit Blair Witch Project. Da haben sie es ja genauso gemacht. Die haben damals beim Marketing so getan, als wäre das echt passiert bei The Blair Witch Project. Ja. Und natürlich, und in dieser Vorstellung, die Menschen ja eben von diesen ominösen Snuff-Filmen haben, sind die natürlich auf Videoband. Ich meine, jeder kennt 8 mm mit Nicolas Cage, der ja genau diese Snuff-Thematik ja behandelt. Ja? Und diese Underground-Filmbörsen, von denen Bernd jetzt hier wahrscheinlich spricht, ja, auf so einer Börse wird Bernd wahrscheinlich unterwegs gewesen sein, hier war wie Nicolas Cage bei 8 mm. Ja, natürlich ist Marketing das A und O. Und es werden ja auch heute noch auch Kinofilme oder größere Produktionen auf alt getrimmt. Ich denke da nur mal zum Beispiel an Der Leuchtturm, ganz aktueller Film. Der wurde auch auf alt getrimmt, sogar vom Bildformat her. Ja, also das ist ja nichts Ungewöhnliches, ne?
Party so und die Leute zahlen eine scheiß Kohle dafür. Also letztendlich ist das sehr lächerlich, ja. Aber es geht jetzt nicht darum, wie diese Filme produziert werden oder gemacht werden. Es geht darum, welche Wirkung sie auf die Menschen haben. Und was ich weiß jetzt nicht, ich habe mal auf Anraten, sage ich jetzt mal, oder auf der Motivation oder Inspiration eines Freundes, glaube ich, das bessere Wort, mal ein Video zum Thema Jugendschutz gemacht, ob das zu dem Zeitpunkt schon draußen ist oder nicht. Da habe ich das Thema... Was? Es gibt auch noch ein Video zum Thema Jugendschutz? Echt jetzt? Da muss ich danach gleich mal schauen, weil vielleicht kann ich dazu oder kann oder möchte ich dazu ja auch noch was sagen. Danke für die Info, Bernd. Stress angesprochen, dass diese Filme generell eine gewisse Anspannung verbreiten. Und ja, diese Anspannung verträgt nicht jeder. Ja. Wenn ich mir jetzt Filme angucke wie Cannibal Holocaust zum Beispiel, wo... Einer meiner Lieblingshorrorfilme. Ja, und ja, ich weiß, es werden echte Tiere drin umgebracht, was ich scheiße finde. Aber der Film ist trotzdem gut gemacht. Tiere umgebracht werden. Viele sagen, ja, das ist ein Tiersnarf und deswegen mag ich es. Ist es auch. Da werden halt Tiere umgebracht, die anschließend verzehrt werden. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist Tiersnarf, was es auch ist, de facto. Es werden nur für den Film Tiere umgebracht. Das ist die Definition von Tiersnarf, ja. Das sind keine Kollateralschäden, sondern explizit für den Film. Und ich verstehe jeden, der sagt, boah, diese asoziale Scheiße, diese dreckige Scheiße schaue ich mir nicht an. Kann ich nachvollziehen, absolut. Nebenbei, bei Freitag der 13. wurde auch eine Schlange dann halt geköpft, wo dann halt auch der Schlangenbesitzer auf zu Worte kommt und sagt, dass ihm das jetzt nicht so gefallen hat. Da hätte man auch eine Gummischlange nehmen können und Wenn dem so war, dann ja, hätte man nehmen können. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich mit Freitag der 13. so gut wie gar nicht aus. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ja, aber das macht es ja bei Hennig, Entschuldigung, aber das macht es ja dann nur, weil in anderen Filmen, es gibt viele Filme, wo Tiere umgekommen sind, aber das macht es ja jetzt bei Cannibal Holocaust nicht besser. Und es ist halt schon auch sehr explizit bei Cannibal Holocaust, ja. Irgendwie auch sehr verstörend dazu zu gucken, wie seine geliebte Schlange denn da geköpft wurde. Da sah keiner was. Ja, aber sag mal, jetzt mal ohne Scheiß, hat denn dieser Schlangentrainer oder Besitzer nicht vorher mit dem Filmemacher gesprochen, ob der seine Schlange da zermetzeln darf oder wie? Weil wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Haben die das dann einfach so gemacht oder was? Also wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja, nur mal so die Frage in den Raum gestellt. Und zum Thema Tiersnoff komme ich jetzt gleich nochmal, aber ich bleibe jetzt erstmal bei diesen... Ja, Filme, die dann halt unter der Theke auf Börsen gehandelt werden und diese verstörende Wirkung haben auf Menschen. Also das ist so, ja, viele denken, sie haben immer schon alles, ach, ich kenne schon alles, ich habe schon alles gesehen, mich schockt gar nichts mehr, das ist immer so die Mentalität oder diese gewisse Neugier, die dahin... Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich bei mir, ist es ein bisschen schwierig, aber ich habe da auch generell, glaube ich, eine andere Einstellung dazu, weil ich Filme natürlich auch von der Hand, gerade auch sehr, sehr stark von der handwerklichen Seite aus sehe, ich sehr viel Interesse an diesen Special Effects habe. Und selbst wenn ein Film, zum Beispiel auch Snuff 102 von Mario Peralta, das ist eigentlich ein Schrottfilm, wie gesagt, das ist so ein Fake-Snuff-Movie. Aber mich interessiert trotzdem, auch gerade bei den Sachen im Amateurbereich, wie die das gemacht haben und wie die getrickst haben und so. Das ist einfach für mich auch, selbst wenn der Film nicht so gut ist, trotzdem spannend zu sehen, ja. Und ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, ja. Das ist einfach so, ich schaue schon so lange brutale Filme an, dass, ich meine, ich bin auch ausgebildeter Ersthelfer, ja. Also ich kann auch Blut sehen und Wunden versorgen und so. Das ist halt einfach so, das gehört dann mit dazu. Und dafür ekelt es mich vor anderen Sachen. Ja, Kotze zum Beispiel. Versteckt oder irgend sowas. Ah, ja. Kennt einer von euch den Spruch Curiosity kills the cat? Überheblichkeit tötet die Katze, würden wir hier in Deutschland dazu sagen. Also das heißt. Okay, nicht, habe ich noch nie gehört. Aber ich habe wieder was gelernt. Ne? Aber Überheblichkeit tötet die Katze. Weiß ich nicht. Was hat jetzt eigentlich Überheblichkeit damit zu tun? Ist immer so. Wenn du sagst, du kennst schon alles oder so,
kommt genau das, was dir den Boden unter den Füßen wegreißt. Und die Leute, sage ich jetzt mal, die diese Filme produzieren und verkaufen, die machen das jetzt nicht. Ja, einige machen, weil sie Spaß am Filme drehen haben, das ist auch okay so. Das werden die meisten sein von diesen Underground-Filmern. Die machen das, weil sie Spaß dran haben, weil viel Geld verdient man mit dem Zeug nicht. Die funktionieren das dann aber jetzt nicht so, oder beziehungsweise, ja, die versuchen dann halt nicht so, ich weiß ja nicht, ob das bewusst ist, so Mythos da, das macht bestimmt auch Spaß, das hat ja bei Blair Witch Project auch funktioniert, das ist wahre Begebenheit und sowas alles, dann wurde da so ein Mythos drauf aufgebaut, aber letztendlich geht es gar nicht um den Mythos, sondern es geht um die Leute, die das halt glauben, beziehungsweise sich darauf anspringen und sich das angucken. Ich sag jetzt mal, der härteste Film der Welt, ich hoffe, den wirst du niemals sehen. Die schon nicht. Wieso nicht? Ich würde ihn gern sehen. Und ich würde vor allem gerne wissen, welcher das ist. Alleine die Ambition, nach dem härtesten Film der Welt zu suchen. Ich habe das spaßenshalber mal bei Google eingegeben und bin da auf über... Da wird es sehr, sehr viele Treffer geben. Und wahrscheinlich werden da sehr viele unterschiedliche Sachen genannt werden, weil das ist ja oft auch sehr subjektiv. Was der eine als sehr hart empfindet, entlockt dem anderen nur ein müdes Lächeln. Und ich muss sagen, wenn man mich nach den härtesten Filmen fragt, die ich ganz weit oben ranken würde, sind nicht mal besonders blutig. 200, 300 Antworten gekommen, einige davon haben sich wiederholt. Danach habe ich dann mal eingegeben, der lustigste Film der Welt. Was meinst du, wie viele Antworten ich da hatte? Das waren nicht mal 10% davon. Oder der schönste Film der Welt. Ist eine interessante Suche. Gibt es auch relativ wenig. Oder der spannendste Film der Welt. Oder der teuerste Film, da findet ihr dann halt diese technischen Sachen. Aber ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Da gibt ganz normal. Und das wird man auch sehen, gerade wenn man sich auch in der Film-Community bewegt, so ein bisschen, und da auch Videos schaut von unterschiedlichen YouTubern. Schaut mal, welche Videos mit die meisten Klicks haben. Und das sind oftmals Videos, wo es darum geht, meine härtesten, meine brutalsten, meine krankesten Filme, das wird geklickt, weil das gesucht wird. Das glaube ich ihm, dass er viel mehr Treffer, ohne das jetzt zu überprüfen, das glaube ich ihm, dass er viel mehr Treffer dafür hat, als für den schönsten oder lustigsten Film. Weil es so ist, weil das was ist, was die Menschen interessiert. Ich habe auch schon 2 Videos zu dem Thema gemacht auf meinem Hauptkanal bei der Bundesfilmanstalt und die sind verdammt gut geklickt. Das ist einfach so, da kriegt man wahnsinnig viele Reaktionen drauf, wahnsinnig viel Daumen nach oben, wahnsinnig viel Klicks, weil die Leute brutale Filme haben wollen. Es ist einfach so, das ist wie bei einem Unfall, wie die Schaulustigen bei einem Unfall. Nur, dass man halt beim Video bzw. Filmschauen niemandem schadet. Es eine gewisse Gruppe, die wirklich da drauf abfährt, Gewalt zu sehen. Und nicht nur eine Gruppe, Bernd. Nicht nur eine Gruppe. Menschen generell sind fasziniert von Gewalt. Und zwar schon immer seit der Antike. Ja? Wir erinnern uns an die Römer, die brutale Gladiatorenspiele unter dem Jubel der Menge abgehalten haben. Menschen sind fasziniert von Gewalt. Auch eben das Beispiel mit dem Unfall. Die Leute schauen einfach. Es ist so. Schreckliche Nachrichten, egal was, das sind die Sachen, weil das Schreckliche die Menschen interessiert. Und zwar nicht eine kleine Gruppe. Nein, die allermeisten Menschen sind so. Und Gewalt meine ich jetzt nicht als Unterhaltung in Sinne, sag ich jetzt mal, wie sie bei Horrorfilmen rauskommt oder irgend sowas, wo man sich gemeinsam gruselt und dann froh darüber ist, das ertragen zu haben, sondern da geht es immer härter. Ich brauche schon die Sachen, die kein anderer mehr sehen kann, die kein anderer mehr ertragen. Das will ich mir antun, das will ich mir zutrauen. Ja. Dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich gebändigt. Ich mag das auch. Ja. Kommen wir mal zum Thema der härteste Film, den ich so gesehen habe. Oder ich nehme jetzt mal 2, 3 der härtesten Filme, die ich so gesehen habe. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt aber raus. Mal ganz ehrlich. Glaubt ihr, das ist sowas wie Zombies unter Kannibalen? Glaube ich nicht, nee. Irgendwelche anderen Sachen, Cannibal Holocaust oder Braindead oder The Last House on the Left? Nee.
Ich nenne euch mal den härtesten Film, den ich je gesehen habe. Da war ich 6 Jahre alt. Jetzt geht's los. Achtung. Ja, ich habe den härtesten Film 6 Jahre. Alter von 6 Jahren gesehen. Oder einen Film im Alter von 6 Jahren gesehen, den ich heute immer noch als härtesten Film bezeichne. Das war der Zeichentrickfilm Watership Down. Yes. Yes. Und da gebe ich ihm recht. Watership Down, ich glaube, den kennt wirklich jeder. Das ist ein großartiger Zeichentrickfilm, ein Zeichentrickmeisterwerk meiner Meinung nach. Und der ist freigegeben ab 6 Jahren tatsächlich. Und ich weiß nicht, in welchem Alter ich den gesehen habe. Ich weiß aber noch, es geht ja da um so Kaninchen, die da irgendwie eine Tour machen und da sterben dann welche und es gibt andere brutale Kaninchen und die kämpfen dann und es ist sehr blutig und übel und sie sehen gruselig aus und ich hatte Albträume, das kann man sich gar nicht vorstellen, wochenlang glaube ich hatte ich Albträume von dem Film. Ja, ich habe damals glaube ich bei meiner Oma geguckt. Meine Fresse, das war tatsächlich so ein bisschen fast schon traumatisierend für mich als Kind. Ja. Watership Down unten am Fluss. Meine Güte, ja, das ist also für einen Erwachsenen nicht, aber für ein Kind, obwohl der Film eigentlich eine interessante Botschaft auch hat, aber für ein Kind ist das schon ein harter Film. Ja, da hat er schon recht. Dieser Film hat mich als Kind so dermaßen traumatisiert und mich quasi mit einer Welt in Berührung gebracht, ja, die ich als kleiner Junge so nicht ertragen wollte oder konnte. Ich wollte nichts über diese Welt wissen. Ein zweiter Film, sage ich jetzt mal, ist zum Beispiel der Film Die Hunde sind los. Und damit meine ich jetzt nicht die Walt Disney-Verfilmung. Den kenne ich jetzt leider nicht. Schade, muss ich mal schauen. Es gibt einen Film, ähnlich, der ist, glaube ich, aus der gleichen Produktionsreihe wie der alte Watership Down. Also auch so ein handgezeichneter Zeichentrickfilm, wo es um 2 Laborhunde geht, die aus einem Versuchslabor abhauen. Und einer dieser Hunde hat einen offenen Schädel, da wurde an seinem Kopf rumexperimentiert und so eine Sachen. Das sind meine beiden härtesten Filme, die ich so gesehen habe. Und dann gibt es noch einen härteren Film oder einen Film, den ich so mittlerweile als relativ hart, ja, einstufe. Das ist so der Film Tore tanzt. In dem Film Tore tanzt gibt... Tore tanzt, den habe ich auch auf meiner Liste. Ob der jetzt hart ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber den habe ich auf meiner Liste, weil er mich interessiert. Und ich glaube, der war ja, ist ja von der Regisseurin von... War das die Regisseurin von Pelikanblut, die auch Tore tanzt gemacht hat? Ich glaube schon. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall mal besorgen und mal anschauen. Es keine Gewaltdarstellungen, die... Ja, doch, es wird Blut gezeigt jetzt, aber er kriegt dann halt ein paar Mal auf die Nase oder beim Duschen läuft dann mal was die Füße runter. Aber es wird jetzt keine übertriebene Gewalt gezeigt, wie sie in Horrorfilmen gezeigt wird. Es wird eine Form der anderen Gewalt gezeigt. Und das Interessante, was richtig böse an dieser Gewaltdarstellung ist, er schreit nicht. Das verleiht diesem Film eine unglaubliche Härte. In jedem Horrorfilm, in jeder Szene, wo jemand misshandelt wird, hörst du, wie der Mensch sich wehrt. Es gefällt mir nicht. Und Tore liegt in dem Film einfach nur da, ist still und lässt es ertragen. Und diese Stille geht mir voll auf den Magen, sag ich jetzt mal in diesem Film. Ich habe dazu auch schon mal irgendwie so ein Video gemacht, sage ich jetzt mal. Das sind so Filme, die sind wesentlich härter als irgendwelche Gewaltdarstellungen von irgendwelchen Menschen, die da misshandelt werden, die sich da selber lynchen, aufschneiden, selber Schaden zufügen oder irgend sowas. Ich finde viel bedrohlicher jetzt gar nicht mal die Filme, sondern die Leute, die diese Filme feiern und präsentieren. Ich meine, wir kennen alle diesen Satz. Naja, also die Leute sind jetzt nicht bedrohlich, nur weil sie irgendwie krasse Filme feiern. Naja, also nee, echt nicht. Aber ich gebe ihm recht, da muss ich ihm recht geben, der Gewaltgrad eines Films hat häufig überhaupt nichts mit der Härte zu tun. Da gebe ich ihm recht, ja. Das sag ich jetzt mal, selbst unter der größten, schönsten Villa laufen Abwasserrohre lang. Damit meine ich halt, du siehst diesen Menschen das nicht mal an irgendwie was. Und vor allem, ja, die wissen auch nicht, was sie sich selber damit antun. Ich will jetzt nicht sagen, dass es was wie Landzeitschäden gibt. Aber ich sag jetzt mal, jemand, der sich den ganzen Tag schöne Filme anguckt, die einen positiven Einfluss auf ihn haben, wird eine andere Entwicklung durchmachen als jemand, der jetzt 6 Wochen
darauf fixiert ist, einen Horrorfilm hinterher zu rennen, der so nicht zu ertragen, also nicht einfach so zu besorgen ist, sich den besorgt, sich den anguckt und sich darüber ergötzt, sage ich jetzt mal. Bernd, bist du Psychologe? Ich glaube nicht, dass das wirklich relevant ist. Natürlich gibt es Menschen, die können sich keine solchen Filme anschauen, keine harten Filme oder brutalen Filme anschauen. Es ist aber so, dass diese Leute diese Filme gar nicht gucken werden. Meine Mutter wird sich sowas nicht anschauen. Die schaut lieber Schwarzwaldklinik oder sowas. Die möchte sowas ja auch gar nicht sehen. Die guckt das auch nicht. Aber jetzt Leute wie ich, die sich daran ergötzen, ja, ich ergötze mich daran, das Wort schon in dem Zusammenhang. Also, ich ergötze mich daran und ich glaube nicht, dass das meiner Entwicklung geschadet hat. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, wenn man sich mit allen Dingen auf der Welt, ja, vernünftig auseinandersetzt und sein Gehirn benutzt, das ist eigentlich gut für die Entwicklung, auch wenn man mit schlimmen Dingen konfrontiert wird und man auch lernt, das zu verarbeiten, ja, und auch seine Psyche zu trainieren, ja. Und es ist alles nur ein Film. Es ist nur ein Film. Da kommt niemand zu Schaden, da passiert nichts, ja. Wenn der Film abgedreht ist, hocken sich die Schauspieler zusammen hin und trinken ein Bier und haben Spaß dabei. Und das weiß man als Filmfan einfach. Ja. Und man wird da jetzt nicht, weil man einen harten Film gesehen hat, in die Psychiatrie eingewiesen. Also nein. Und das ist jetzt wirklich, ja, das ist eigentlich, ich sag jetzt mal, das ist logisch, das ist verständlich für jeden. Auch was man seiner Umwelt damit antut, sage ich jetzt mal. Ja, brutal, der Konsum von brutalen Filmen schadet nicht nur ihnen selbst, sondern auch ihrer Familie, Freunde und Kinder. Vielleicht sollte man das auf so Filmcover draufdrucken, ja, so wie bei den Zigarettenschachteln. Also, ne, dass man damit auch seinem Umfeld schadet, ja, mit dem Konsum von brutalen Filmen. Das ist auch immer so ein Ding, wo. Ja, obwohl, ja, ich meine, wenn du Kind bist und deine Eltern denken darüber nach, der guckt den ganzen Tag nur sowas, was ist mit den Jungen los, ist das für deine Umwelt jetzt auch nicht so angenehm, sage ich jetzt mal, das anzutun. Aber ich glaube, ja, das ist ein Thema, das lasse ich jetzt mal draußen. Ist besser, ja. Ist das ja halt so, die Hörerfilme werden ja auch immer härter. Und was schockiert uns an? Das würde ich so pauschal jetzt nicht sagen. Nee, dass die immer härter werden. Finde ich überhaupt nicht. Also gerade das Beispiel Cannibal Holocaust zeigt ja, was die in den 80er Jahren schon für Zeug rausgehämmert haben. Ja. Nee, ich glaube, es gibt einfach immer so alle paar Jahre, vielleicht auch so alle 10 Jahre, gibt es so einen Trend, wo sich die Filme hinentwickeln. Das ist halt mal sowas wie die Saw-Reihe mal aktuell war, ja, Anfang der 2000er zum Beispiel. Oder dann Filme wie jetzt, was jetzt so aktuell ist, Conjuring und sowas, ja, was ja nicht brutal ist eigentlich, ja, im Horrorbereich. Also das ändert sich ja auch immer. Da kommen mal wieder ein paar härtere Filme, da kommt so eine Welle an härteren Filmen, das flaut dann auch wieder ab, ja. Also das würde ich so jetzt pauschal überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, wir gucken uns Filme an, da wären jetzt im normalen Horrorfilm, da wurde schon mal ein Körper aufgeschnitten, es werden Eingeweide rausgeholt. So normal. Das Ganze wurde halt sehr explizit dargestellt. Ja, Gott sei Dank. Horror. Da dient das so ein bisschen, ich benutze mal das Wort jetzt in Perversion, sich sowas anzusehen. Perversion. Ich nehme jetzt allerdings eine Dokumentation, sage ich jetzt mal, oder einen Ärztefilm angucke über Chirurgie, wenn er auch... Kann ich dir zwei empfehlen, Bernd? Nicht direkt über Chirurgie, aber über Leichenpräparatoren gibt es zwei sehr, sehr gute. Und zwar einmal Orozco the Embalmer. Der ist leider auch nicht ganz leicht zu kriegen. Und Der Weg nach Eden. Ja, der ist noch ein bisschen schwieriger zu kriegen. Den gibt es, glaube ich, offiziell nur auf VHS. Das sind Filme mit realen Leichen, wo echte Menschen aufgeschnitten werden. Die sind natürlich schon tot, ne, ist klar.
Aber ja, und das sind ja auch Dokumentationen im Endeffekt und ich fand die auch sehr, sehr gut. Also kann ich jedem nur empfehlen, Orozco, The Embalmer und Der Weg nach Eden. Körper aufgeschnitten und es wie ein Eingeweide rausgeholt. Ja. Ja, ist das denn nicht Perversion? Da geht das denn als Lehrvideo oder als Dokumentar? Ja, also Perversion jetzt im Zusammenhang mit Horrorfilmen ist auch schon ein bisschen krasses Wort, meinst du nicht? Sache. Das heißt, ihr merkt schon, es gibt Unterschiede in der Form der Auffassung von Gewaltdarstellung und expliziten Darstellungen. Wie wurden das aussehen? Nehmen wir mal an. Es wurden jetzt bei Freitag der 13. zum Beispiel, wurde Jason Voorhees keine Menschen oder Teenager töten, sondern er wurde Hunde killen. Auf die gleiche Art und Weise. Das wäre furchtbar. Obwohl Hunde gehen noch. Hauptsache keine Katzen. Nee, Quatsch. Tiere dürfen nicht sterben. Ja, denn halt, ja, Menschen, sag ich jetzt mal, abschlachtet. Das heißt, er wurde mit einer Machete durch den Körper des Hundes nehmen, er wurde ihn nehmen und gegen einen Baum schleudern, er wurde seinen Kopf zerdrücken. Ich glaube, das hätte so einen anderen Unterhaltungswert. Das hätte so ein ganz anderes Level. Warum denn eigentlich? Weil wir sagen, das ist ja ein Mensch. Menschen Ja. sind, wir mögen ja Menschen nicht. Wir haben ja alle immer sowas, wir haben mit Menschen haben wir teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, das stimmt. Also mir sind häufig auch Tiere lieber als Menschen. Das stimmt, ja. Weil Tiere tun einem nämlich nichts. Menschen, das ist immer so ein schwieriges Ding. Wobei ich würde jetzt nicht sagen, ich mag keine Menschen. Ich sage das oft mal so aus Spaß, ja, weil ich auch so ein bisschen eigenbrötlerisch bin manchmal. Aber ich arbeite ja in einem sozialen Berufsfeld, sagen wir mal so. Ich habe beruflich sehr, sehr viel mit sehr, sehr viel unterschiedlichen Menschen zu tun. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt hier nicht sagen, dass wir keine Menschen mögen. Du vielleicht nicht, Bernd, das weiß ich nicht. Ich würde das jetzt für mich so nicht unterschreiben. Und demzufolge ist es jetzt nicht so schlimm, mal zuzugucken, wie so ein Mensch, sag ich jetzt mal, in so einem Video gequält oder gefoltert wird. Anders würde es jetzt aussehen, wenn wir mit Menschen nur gute Erfahrungen gemacht haben. Sowas gibt es auch. Es sind nicht alle so unter solchen Umständen aufgewachsen wie wir jetzt, oder ich oder du oder wer auch immer, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Leute, die lieben andere Menschen, die haben nur positive Erfahrungen. Die können sich so eine Filme nicht angucken. Viele von uns, sage ich jetzt mal, haben. Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass es sehr empathische Menschen gibt, für die es quasi unerträglich ist, sowas zu sehen. Das gibt's mit Sicherheit, ja. Denke ich schon, ja. Tiere oder haben eine gewisse Tierliebe. Es macht uns nichts aus. Wobei, weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt der richtige Ausdruck? Ich halte mich eigentlich auch für einen ziemlich empathischen Menschen und habe damit kein Problem. Nee, ich glaube, dass das damit nichts zu tun hat, ob man Menschen liebt oder nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Ich weiß selber nicht genau, wovon diese Faszination kommt für Gewalt bei manchen Menschen oder bei vielen Menschen. Zu gucken, wie dann halt jemand auf den Stuhl gefesselt wird und mit einem Lötkolben behandelt wird, und Ja, bei das finden Haus wir doch. alle unterhaltsam. Ihr wurdet dann aufgeschnitten, es werden dann Eingeweide rausgeholt. Stellt euch mal diese Szene jetzt mit eurem Haustier vor oder mit einem Hund. Stellt euch mal vor, da schnallt einer einen Schäferhund an und wir können ihm zugucken, wie er aufgeschnitten wird, wie dieser Hund winselt quasi, wie du die Angst in den Augen siehst. Also im Prinzip genau, such dir eine Szene aus einem Horrorfilm und stell dir vor, dort liegt ein Schäferhund drin oder ein Husky, ein Dobermann oder weiß ich nicht, dein Tier halt. Wow. Ja, das kommt jetzt drauf an, wenn ich wüsste, dass das ein getrickst ist, so wie es ja bei Menschen auch ist. Die Menschen werden ja auch nicht echt umgebracht. Und wenn ich weiß, das Tier wird nicht echt umgebracht, dann wäre mir das auch wurscht. Ich habe nur ein Problem damit, wenn echte Tiere umgebracht werden. Ja, wenn das getrickst ist, meine Güte, dann ist mir das auch wurscht. Es ist ein Film, meine Güte. Merkst du, kriege ich selber irgendwie. Keine schöne Vorstellung, gefällt mir jetzt nicht so richtig. Und er merkt schon, wir differenzieren eigentlich. Wir wissen selber eigentlich, boah, ich habe hier immer noch voll den Schauer von dieser Vorstellung. Nee, macht mir Oh keinen Spaß, darüber zu Gott, reden. Aber jetzt, er schüttelt sich schon so richtig. Der arme Bernd, meine Güte. ist nötig, bin ich ganz ehrlich. Und
Ich hoffe, euch geht es auch so, dass ihr dann halt merkt, das ist so, ach nee. Boah, ja, und geht. Ihr merkt schon, jeder von uns hat eine eigene Vorstellung von Horror, was sie hatte. Und so verhält sich es auch mit Ekel. Wir gucken ja nicht nur Filme, sag ich jetzt mal, wo es ums Abschlachten geht oder ums. Wir gucken ja auch Filme, die einen Ekelfaktor haben, wo wir dann halt so gucken, ach guck mal, der hat sich erbrochen oder das ist ja. Ja, Lucifer Valentine, Kotze-Pornos. Buah, ja, Prost, Mahlzeit. Aber im Underground-Bereich wird halt jeder Fetisch befriedigt, nicht wahr? Und ist das eklig, das wird halt so eklig dargestellt. Oft läuft das ja Hand in Hand, diese Schockmomente mit Ekelmomente, das ist ja immer so eine Kombination, die wird gerne eingesetzt. Das wird natürlich unterschiedlich ausgewogen. Und diese Ekelmomente, da ist das ähnlich. Wie erkläre ich euch das? Na, jetzt bin ich gespannt. Schlucken zum Beispiel, das mache ich jetzt auch gerade beim Reden, Unmengen von Speichel runter. Wir schlucken wirklich, wenn wir jetzt so reden und den ganzen Tag irgendwie rund sind beim Essen und so. Wir produzieren Unmengen von Speichel und schlucken ihn runter. Das ist ein natürlicher Prozess. Haben wir jetzt ja kein besonderes Verhältnis zu. Nur mal diese Speichel und die mal in ein Glas rein. Nicht runter, sondern sammeln mal so ein Glas. Trink dieses Glas. Du machst genau das Gleiche, du schluckst deinen Speichel runter. Aber wenn ich das aus dem Glas trinke, da habe ich einen anderen Bezug dazu. Dann echt jetzt? Da muss ich ja gerade mal ausprobieren. Ich spuck mal den ganzen Tag in ein Glas rein. Da ist ein anderer Bezug dazu. Ich habe keine Ahnung. Möglich, aber interessantes Beispiel, ne? Ist das nicht mehr in mir drin, sondern dann wirkt das von außen auf mir ein. Obwohl das mein Speichel ist, den ich so hatte. Es gibt Leute, die trinken ihren eigenen Urin, die schrecken da vorne jetzt zurück. Ich hätte dazu so ein bisschen, ja. Ich brauche dazu erstmal eine verdammt gute Motivation, um das zu machen. Motivation, ja. Gute Motivation, meinen Speichel zu trinken, sage ich jetzt mal. Ihr merkt schon, das sind halt. Ja. Interessante Beispiele. Der Film, den du sehen musst, ist der Film, den du zum schlimmsten und ekligsten Horrorfilm machst. Sage ich jetzt mal. In meinem Fall war das Watership Down und die Hunde sind los, obwohl das wirklich kein Horrorfilm war. Watership Down ist ein Film über Hasen, die auf einer Weide leben. Ihr könnt gerne mal googeln. Es gibt von, auf Netflix gibt es eine Neuverfilmung dieses Thema. Das war mal ein Kinderbuch gewesen, was jetzt eigentlich schon, ja, es geht auch um Rangkämpfe der Hasen und es ist sehr hart, sage ich jetzt mal. Guckt euch mal als Erwachsene diesen Film an. Auch wenn ihr so Filme geguckt habt wie Freitag der 13. oder was ich meine, wenn ihr den alten Zeichentrickfilm noch kriegt, empfehle ich den euch wirklich mal. Und dann sagt mir mal, ob ich so daneben liege, ob ich jetzt wirklich sage, ob das vielleicht sogar lächerlich ist, weil damit hätte ich jetzt auch keine Probleme zu sagen, der härteste Film, den ich je gesehen habe, war ein Zeichentrickfilm. Da habe ich auch keine Probleme mit. Oder? Ja, klar, aber doch nicht mehr aus der Perspektive eines Erwachsenen. Aus der Sicht eines Kindes, wie gesagt, Da gebe ich ihm auch recht, ist das so. Aber ich meine, ich habe Watership Down vor ein paar Monaten mal wieder gesichtet. Auf dem Erwachsenen wirkt das natürlich nicht mehr traumatisierend, ja, weil man natürlich damit ganz anders umgehen kann. Ja. Und die, wie gesagt, die Botschaft des Films ja eigentlich auch eine eher positive dann am Ende ist. Aber das versteht man als Kind halt nicht. Als Kind sieht man nur diese zerfressenen und brutal aussehenden Kaninchen, ja. Als Kind wirken viele Dinge sehr, sehr schlimm. Und als Erwachsener sieht man das wieder anders. Wenn es um Kinder geht, Filme wie Systemsprenger zum Beispiel, ist jetzt kein Film, der eine besondere Härte macht. Aber wenn ich dann sehe, wie ein sechsjähriges Kind in der Psychiatrie angeschnallt, fixiert und durchgeschnellt wird, ist das auch ein Film, der eine gewisse Härte vermittelt. Ein gewisses Unbehagen, sage ich jetzt mal. Und dieses Unbehagen ist für mich wesentlich dramatischer als die Gewaltdarstellung von irgendeiner Frau, die da im Keller von drei Leuten aus Spaß misshandelt wird. Ja, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, da habe ich ihm ja schon recht gegeben, dass solche Szenen durchaus insgesamt härter wirken, härter in Anführungsstrichen, als brutale Szenen. Ohne, ne? Sinn und Zweck und sowas alles. Der Film hat ja noch nicht mal irgendwie eine Handlung. Davon gibt es mittlerweile drei Teile, die dann halt immer weiter getrieben werden und die sind nicht mal gut produziert, aber das passt dann halt wieder zum Thema. Ja, ihr merkt schon, das ist so ein Thema, könnte ich mich eigentlich stundenlang drüber aufregen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob... Warum aufregen? Das ist doch jetzt nichts, worüber man sich aufregen muss. Entweder will man die Filme gucken oder nicht.
Kannst du auch bleiben lassen. Ja, ist ja kein Problem. Weil das ist ein spannendes Thema, sich darüber zu unterhalten. Deswegen habe ich mir jetzt ja das Video auch für die Reaction ausgesucht. Das ist ja auch der Punkt. Es soll ja bei einer Reaction nicht darum gehen, dass man jetzt den anderen, auf den man reactet, einfach nur niedermacht oder so. Das ist ja nicht der Sinn dabei, sondern wie ich es ja jetzt auch hier mache, einfach mal meine Meinung zu dem Thema sag, ne? So wie so ein, mehr oder weniger so ein bisschen so ein Zwiegespräch, ne, zwischen Bernd und mir, ne? Dieses Video überhaupt veröffentliche. Wenn das der Fall ist und du siehst dieses Video, Gott weißt sei du, Dank haben wir es gesehen, es ja. ist soweit und ich habe das für nötig gehalten. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Gibt es so eine Referenz? Was ist euer härtester Film, den ihr gesehen habt? Und damit meine ich nicht nur Horrorfilm. Wenn ich jetzt Bücher lese, ich habe Bücher gelesen. Das kann ich dir sagen, der härteste Film, der mir jetzt sofort, als ich den das erste Mal gesehen habe, der mir jetzt sofort in den Kopf kommt, das ist gleichzeitig mein Lieblingsfilm, ist Irreversible von Gaspar Noé. Sowohl die Szene am Anfang mit dem Feuerlöscher in dem schwulen Club, als auch die von Monica Bellucci großartig gespielte Vergewaltigungsszene sind mit das Härteste, was ich jemals in einem Film gesehen habe. Definitiv. Also der Film haut dir halt richtig in die Fresse rein, einfach. Ja. Und eigentlich sind nur diese beiden Szenen richtig auch grafisch hart dargestellt, aber der ganze Film vermittelt einem so ein, ja, auch die ganze Musik und wie er inszeniert ist, es ist ein sehr harter Film. Ja, irreversible, auf jeden Fall. Da ging es dann halt um Entführung, um Vergewaltigung und so eine Sache. Was Wenn ich nochmal? jetzt Bücher lese, ich habe Bücher gelesen, da ging es dann halt um Entführung, um Vergewaltigung und so eine Sachen alles. Die sind teilweise, da wurde das teilweise härter und expliziter dargestellt als in Filmen. Da ist die Sache, die du im Kopf. Das ist häufig so, weil der Kopf, also bei Büchern, wo das ja alles in der eigenen Fantasie stattfindet, der Verstand kann sich sehr, sehr grausame Dinge ausdenken. Das kann man als Regisseur häufig gar nicht so auf die Leinwand zaubern. Ja, das stimmt. Fast wesentlich dramatischer als das, was du siehst. Was du siehst, ist ja vorgegeben. Du siehst ja im Prinzip nicht die Geschehnisse, du siehst ja nur den Ausschnitt und du siehst ja nur diese Vision, die jemand davon hat und mehr oder weniger gut umgesetzt hat. Das heißt, gerade bei diesen Filmen, die ich jetzt hier so angesprochen habe, die unterhalb der Theke auf Börsen verkauft werden oder halt unter der Hand, die jetzt nicht so vertrieben werden, Ja, wenn es das halt wenigstens sagen würdest, welche Filme, ich würde sie mir nämlich gerne besorgen. geht es gar nicht um die Handlung oder irgend sowas. Es geht Ja, das stimmt um ja, die Vision, die jemand wahrscheinlich. hat, das umzusetzen. Die Effekte sind, wir leben in einem Zeitalter, wo jeder Kunstblut zu kaufen kriegt und es gibt abgehackte Gliedmaßen schon als Hundespielzeug zu bestellen. Mein Nachbar hat so abgefuckte Gummi, das sieht richtig cool aus. Wenn da irgendwie der Dummer. Ja, aber Bernd, du willst mir jetzt bitte nicht erzählen, dass jeder zu Hause einfach so mal im Hobbykeller ein paar Special Effects zusammenbastelt. Also so einfach ist es jetzt wirklich nicht. Da muss man schon ein bisschen was drauf haben, ja? Auch heutzutage. Und so ein Arm, der quietscht im Mund hält oder so. Der hat aber auch so einen Maulkorb, wo dann halt so eine Hundeschnauze aus Resident Evil drauf gedruckt ist. Ja, Das sieht aus kenne ich. spooky aus. Jetzt kann Also ich ihr merkt schon, ich habe hier jetzt schon kann ich bei den Wish. falschen Umgang. Aber es ist keine große Kunst mehr, sage ich jetzt mal, einen Film zu drehen, der eine gewisse, ja. Doch, ist es. Es ist Kunst. Das, was Special Effects Artists machen, ist Kunst. Ganz einfach. Brutalität darzustellen, das ist keine Kunst mehr, das ist kein Hexenwerk mehr. Ich glaube, das kann ich sogar Ja. mittlerweile, obwohl ich das. Ja, das mach mal, Bernd. Da bin ich mal gespannt. Mach mal hier so wie Ittenbach-Style. Dreh mal einen Familienratgeber. Ja, das würde ich mir reinrendern. Ja, so ein Familienratgeber von Bernd. Ja, das wäre doch cool. Kann ich jetzt probieren. Hinzu kommt noch, dass viele diese Filme ja als besonders wertvoll deklarieren. Was? Wer deklariert irgendwelche Underground Fake Snuff Movies als besonders wertvoll? Ja, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ist mir komplett. Vielleicht gibt es Leute, die das tun und sagen, das ist besonders wertvoll. Na, unter den Underground Fans wahrscheinlich schon, ja.
Also ich bin ja in einigen Filmgruppen, unter anderem auch in der einen oder anderen Underground-Filmgruppe auf Facebook. Und ja, da sind schon ein paar creepy Typen unterwegs, ja. Aber ich glaube, das sind alles ganz, ganz nette Leute, ja. Sie sind es nicht. Sie sind, ich habe lange noch in Videotheken gearbeitet, weißt du? Und ich habe echt lange noch in Videotheken gearbeitet, wo auch diese, ja, indizierten Filme, sag ich jetzt mal, verliehen Ja. worden sind, allerdings in anderen Fassungen, und wo echt Leute hingefahren sind, nur um sich diesen Film auszuleihen. Da wurden Filme damals ausgeliehen wie Cannibal Holocaust in der holländischen Fassung, weil die bei uns war nackt und so vielleicht verboten und in so eine Sachen. Und wir hatten aber auch Filme wie Titanic und andere Sachen drin. Titanic ist an so mancher Stelle auch ganz schön hart. Aber generell war es eine Videothek, die dafür bekannt war, Horrorfilme zu verleihen. Und Also ich habe jetzt nicht so die Riesenerfahrung mit Videotheken, ja. Aber gab es nicht einfach in jeder Videothek Horrorfilme, also den Erwachsenenbereich, ja, diesen mit dem Vorhang abgetrennten Bereich, wo es nach rechts zu den Erwachsenenfilmen ging und nach links zu den Horror- und Actionfilmen? Ich glaube, das gab es auch in jeder Videothek, oder? ja, was glaubst du? Wie viele Leute haben sich den Film Tanz der Teufel ausgeliehen? Sehr Und wie viele. viele Leute haben sich Pretty Woman ausgeliehen? Ja, das ist ja klar. Wer leiht sich denn bitte Pretty Woman aus? Das ist doch logisch, dass die Scheiße sich keiner ausleiht. Natürlich wollen da alle lieber Tanz der Teufel haben. Meine Güte, Pretty Woman. Ja, da hättest du ja auch keine Ahnung, was für einen Film nehmen können. Das ist der letzte Schrott. Ja, das leiht sich keiner aus, das ist schon klar. Gucken, was die Einspielzahlen bringen. Ich meine, gut, Pretty Woman war ein bisschen teurer in der Produktion als Tanz der Teufel, war ein bisschen später, aber Glaube ich was auch, ja. glaubst du? The Last Heart, nee, das ist auch ein Film, der war zu spät. Was gab es um die 2000? Braindead. Wie viele Leute haben sich Braindead damals ausgeliehen, den ich jetzt eigentlich nicht so als. Um die 2000er? Braindead? Braindead ist. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken, schnell. Der ist doch von wann ist denn der? 92 oder so? Ich weiß es jetzt selber gerade nicht. Ich schaue gerade aus dem Jahr 1992, ne? So. Da muss ich jetzt echt mal nachschauen, weil das wäre mir neu gewesen, ne? Braindead hier. Ab 18. Ab 18 sage ich. Aus den 2000ern. Finden. Das ist für mich mehr eine schwarze Komödie. Oh, stimmt, ja. Ja, aber die gibt es halt immer noch nicht. Branded ausgeliehen. Und wie viele Leute haben sich Titanic ausgeliehen? Und jetzt. Also sorry, Bernd, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass sich mehr Leute Braindead ausgeliehen haben als als das Meisterwerk von James Cameron, Titanic. Das willst du jetzt nicht ernsthaft erzählen. Das glaube ich im Leben nicht, ja? Im Leben nicht. Bei Pretty Woman ja, aber mit Sicherheit haben mehr Leute Titanic ausgeliehen als Braindead. Mal, was ist denn der bessere Film? Was ist ein guter Film? Ihr merkt schon selber. Der bessere Film für mich ist Braindead. Ich liebe Braindead, weil er großartig ist. Ein All-Time-Meisterwerk von Peter Jackson. Aber ich muss auch sagen, ich mag auch Titanic von James Cameron. Das ist ein guter Film. Ja, früher durfte man das, als man noch jünger war, durfte man das nicht so zugeben. Ich weiß gar nicht, wann ist denn der rausgekommen, Titanic? Wie alt war denn ich da? Jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Titanic. Entschuldigt bitte, ich muss jetzt hier mal ein bisschen was gucken. Titanic Film. 97. Wie alt war ich? 97, da war ich 15. Und mit 15 durfte man den natürlich nicht gut finden. Ja? Durfte man einfach nicht. Da bist du durchgefallen. Komplett bei den Kumpels. Das war scheiße. Heute bin ich schon in etwas fortgeschrittenerem Alter und da darf man dann auch Titanic toll finden. Dieses Argument, dass das halt gute Filme sind, das passt nicht.
Das sind seltene Filme, das ist auch richtig so. Warum sind das seltene Filme? Du musst jetzt verarschen. Du hast gerade das Beispiel Braindead gebracht und sagst mir, das ist kein guter Film. Braindead ist ein super Film und der ist auch nicht selten. Den kriegt man tatsächlich überall, Braindead. Ja. Teilweise zwar irgendwie auf Bootleg, als Bootleg, weil es ist... ich hoffe ja immer noch drauf, dass Peter Jackson endlich mal den Arsch hochkriegt und Braindead, wirklich, weil die Rechte liegen bei ihm, endlich den mal raushaut in einer richtig geilen Veröffentlichung. Das wäre so super, Braindead, meine Güte. Diese Filme wurden nach wie vor Verleihern angeboten, auf jeden Fall, weil die Leute wollten ja damit Geld machen. Und auch die Tatsache, dass sie diese Filme dann halt auf Videokassette rausgebracht haben und nicht auf DVD, beziehungsweise jetzt gibt es ja DVDs, wo es angeblich heißt, das ist ein Rip von einer VHS-Kassette. Die sind ja sehr kreativ da drin. Nochmal. DVDs, wo es angeblich heißt, das ist ein Rip von einer VHS-Kassette. Die sind ja sehr kreativ da drin. Ja, es gibt Rips von einer VHS-Kassette. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Der Weg nach Eden. Das ist natürlich ein Bootleg auf DVD und ja, das ist ein Rip von der VHS, weil was anderes gibt es im Moment einfach nicht. Ja, keiner will diese Dinge haben. Wolltet ihr? Das stimmt doch gar nicht. Wie, niemand will diese Dinge haben. Quatsch. Geld ausgeben? Es ist nicht viel interessanter, so einen Film, sag ich jetzt mal, einer kleinen Gruppe von Leuten für überteuerte Preise anzubieten, ne? Warum soll ich denn so einen Film rausbringen, sag ich jetzt mal, den keiner sehen will? Und da irgendwie, meinetwegen, was kostet so eine DVD-Produktion? Da sind wir schon mal bei 50.000 Euro. Denke ich jetzt mal, in einer kleinen Auflage, den für irgendein Label rauszubringen, den für 10 Euro verkaufen. Ich meine, es gibt so eine... Hä? Was? Warte mal, nochmal zurück hier. Rausbringen, sag ich jetzt, überteuerte Preise anzugeben. Es ist nicht viel interessanter, so einen Film, sag ich jetzt mal, einer kleinen Gruppe von Leuten für überteuerte Preise anzubieten, ne? Warum soll ich denn so einen Film rausbringen, sag ich jetzt mal, den keiner sehen will? Und da irgendwie... Also einen Film, den keiner sehen will, den bringt wahrscheinlich keiner raus, sondern nur einmal und lässt es dann bleiben. Was kostet so eine DVD-Produktion? Da sind wir schon mal bei 50.000 Euro, denke ich jetzt mal. Wenn ihr... Glaube ich nicht. Nee. Nicht mal ansatzweise. Also es ist ja vor allem so, wenn wir jetzt wirklich im Underground-Bereich unterwegs sind, das sind ja Kleinauflagen häufig und teilweise vertreiben die Filmemacher die Dinger ja selbst und die sind häufig sogar eben nicht mal gepresst, sondern gebrannt, einfach aus Kostengründen natürlich, weil wenn ich so einen Film rausbringe, es ist ja klar, den werden nicht tausende von Leute kaufen, ja, da muss ich halt schauen, den produziere ich möglichst günstig. Kann ich auch brennen, das kann man auch einigermaßen vernünftig bedrucken und bring sowas in der Kleinauflage raus. Das kommt ja nicht in einer Riesenauflage für 10, 20, 30.000 Euro. Das macht ja kein so kleiner Filmemacher oder so. In einer kleinen Auflage, den für irgendein Label rauszubringen, den für 10 Euro verkaufen. Ich meine, es gibt so eine Firmen, die machen das, aber selbst die haben diese Filme abgelehnt. Jetzt nicht, weil die irgendwie, ja... zu harzen oder sowas. Nee, die haben Filme verlegt, wie Aftermath, diesen spanischen Film, sage ich jetzt mal, weil ich ob niemand kennt, wo zu Anfang dieser Hund überfahren wird und. Ja, ich meine wahrscheinlich Aftermath. Ja. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Und dann gleich dann halt bei der Sezierung dann halt den, ja, wie sagt man dazu, den zuständigen Mitarbeiter dazu, ja, so ein bisschen stimuliert, wenn ihr mich versteht, da sich an sie zu vergehen. Selbst die wollten diese Filme nicht haben. Also ich sag... Ja, aber es gibt immer irgendein Label, das diese Art Filme rausmeddelt. Und wenn es Black Lava ist, Black Lava bringt die Dinge auf jeden Fall. Jetzt nicht, dass so... Und du kriegst sie halt. Also die Tatsache, dass derjenige, der über diesen Film geredet hat, überhaupt den Film gekriegt hat, das ist jetzt niemand, der jetzt, sage ich jetzt mal, die so eine Kontakte hat, so tief in der Szene drin ist, dass er jetzt wirklich dann so eine Pressekopie oder eine beschlagnahmte eine Kassette irgendwie so... So tief in der Szene drin ist, in den Kellern, wo diese unfassbaren Filme vertrieben werden und aufgenommen werden, ja, so ein totaler Insider. Jeder, der sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, auch mit dem Thema Horrorfilme beschäftigt,
Der weiß, wo er die Sachen kriegt. Das ist so. Der weiß, wo er die Sachen kriegt. Das ist überhaupt kein Thema. Wir leben in Zeiten des Internet. Man muss keine Kontakte haben oder sonst irgendwas. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Chris, wie das hier in Berlin teilweise der Fall war, wo die Leute dann in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, glaube ich, eingebrochen sind und sich das Buch geklaut haben, um den Film zu gucken, weil es nirgendwo anders gab, oder? Echt jetzt? Es ist echt passiert. Da müssen wir mal nach Zeitungsberichten googeln, ob tatsächlich da mal jemand bei der BPJM eingebrochen ist, um da die Tapes zu klauen. Keine Ahnung, kann sein. Schon die Tatsache, und wir leben im Zeitalter des Internets. Wenn du da suchst, du brauchst ja nicht mal ins Darknet gehen. Du brauchst ja hier irgendwie nur mal in einer Facebook-Gruppe zu fragen oder und so. Und da kriegst du auch diese Filme hinterhergeworfen. Also es gibt Ja, keinen eben, Grund oder ja. keine Ambition, jetzt zu sagen, das ist ein seltener Film oder und so. Das ist vielleicht eine seltene Edition, aber das, wie gesagt, das liegt daran, dass das. Ja, oftmals geht es um seltene Editionen, aber es ist durchaus so, es gibt schon Filme, die sind selten. Die kriegt man jetzt nicht mal ebenso leicht. Orozco de Empalma zum Beispiel. Ja, das ist ein Film, den kriegst du eben mal nicht mal ebenso nachgeworfen. Oder jetzt auch zum Beispiel Meat Grinder, ja, aus der K3-Reihe. Den auf Deutsch haben willst, uncut, es wird nicht so einfach. Und das hat auch nichts mit der Edition zu tun. Aber grundsätzlich, ja, die meisten der Filme, die kriegt man schon recht gut. Ja, das stimmt. Keiner sehen will. Und gerade wenn man jetzt so auf diese Snuff-Sachen abfährt, das ist ja, das ist ein echter Mensch, den man das antut. Das ist was Besonderes. Was hast du denn gesehen? Hast du dir mal einen Verkehrsunfall angeguckt? Hast du mal gesehen, wie. Jetzt sind wir schon im Snuff-Bereich. Wir reden hier nicht davon, echten Menschen etwas anzutun. Das möchte auch niemand sehen. Das möchte auch in der Underground-Szene niemand sehen. Und Snuff ist, denke ich, bis heute ein Mythos. Ja? Und das wird ja auch in dem Film 8 mm recht gut thematisiert. Und da wird aber dann natürlich festgestellt, oh, da gab es tatsächlich was. Aber wenn es echte Snuff-Filme geben würde, dann wären schon mal welche aufgetaucht. Ja. Wie ein Hund überfahren wird? Ich habe das mal gesehen, da ist ein Rottweiler vor einen LKW gerannt. Der ist aufgeplatzt. Das ist Ich bestimmt weiß, nicht einige von schön, euch ja. wollen das jetzt nicht hören, schaltet dieses Video auch ab, aber das sah aus wie in einem Film. Das sah jetzt nicht besonders echt aus, bin ich ganz ehrlich. Oder es sah nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Unterschwellig war es ein bisschen wie, das war alles sogar enttäuscht. Ich habe mich dabei selber ertappt, wie ich diese Aussage in meinem Kopf eklig fand oder irgend sowas. Aber das zeigt, wie sehr wir eigentlich den Bezug zur Wirklichkeit verlieren, weil wir uns diesen Reizen aussetzen. So, und jetzt mache ich hier aber wirklich Schluss. Ich kann mit diesem Thema irgendwie keinen Abschluss finden. Und Ja. ja, man soll aufhören, wenn es am schlimmsten oder am schönsten ist, je nachdem. Ja. Tut mir leid, dass ich so ein unangenehmes Video mal machen musste. Ich Warum unangenehm? Ich fand es eigentlich ein spannendes Thema, ne? Da jetzt hier ein bisschen meinen Senf dazuzugeben. Ja, war doch nett. halte das aber mal für nötig. Also in dem Sinne. Ich hoffe, ich muss das nicht nochmal machen. Ihr wisst Bescheid, schreibt mir mal runter in die Kommentare. Es müssen keine netten Worte sein für dieses Video, sage ich jetzt mal. Ich lasse das stehen, aber ich finde dieses Thema, was haltet ihr davon? Ist es nötig, darüber zu reden? Wie soll man mit Menschen umgehen, die sowas zelebrieren, sowas abfeiern? Bin ich ganz ehrlich. Ist das gesund? Hat das noch mit dem Thema Filme was zu tun? Ist das nicht schon, ja, eine. Ich würde mit Leuten, die diese Filme abfeiern, ganz normal umgehen, so wie mit jedem. Ich feiere auch so manche Filme aus dem Genre, bei weitem nicht alle, weil es sind viele. Da hat er durchaus auch recht. Viele sind auch sehr, sehr scheiße. Aber so, jetzt steige ich ja gerade so in die Necrostorm-Thematik ein und ich freue mich auf weitere Filme. Adam Chaplin hat mir sehr, sehr gut gefallen und das wird brutal und lustig. Form der Krankheit, der eine Perversion. Vielleicht bin ich da auch Nee. altmodisch, vielleicht auch Nein. nicht mehr. Ja. Ich weiß, jeder Schüler hat auch sein Handy, sag ich jetzt mal. Filme, die sind tausendmal brutaler als alles, was. Ja, zum Beispiel echte IS-Exekutionsvideos. Habe ich mal blöderweise mal gesehen. Die haben das sogar, der Islamische Staat hat vor Jahren schon, die haben Videos gedreht, wo sie Gefangene
exekutiert haben und das Ganze in Full HD. Also nicht in so einer Grisselqualität, sondern in bester Bild- und Tonqualität. Das ist eine harte Nummer. Alter Schwede. Aber selbst das ist kein Snuff-Film, denn diese Menschen wurden nicht speziell für diesen Film umgebracht, sondern die Hinrichtung wurde einfach nur gefilmt. Also auch das ist kein Snuff-Film, aber es ist eine ziemlich abartige Scheiße, meine Fresse. Unter Ladentisch da irgendwo gehandelt wurde. Es gibt, ich habe hier Videos gesehen von irgendwie der Neffe von einer Freundin, die ihrer Schwester kam denn an, der ist 14 und hat mir so Videos gezeigt auf der Schule, die geteilt werden von der mexikanischen Drogenmafia, Ja, die das dann gibt's halt ihr auch, ja. Exempel statuieren mit ihren anderen Leuten. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, das war echt irgendwie. Und das ist natürlich ein ganz anderes Level. Und das ist auch, wo ich jetzt sage, ja, das gefällt mir alles nicht. Okay, jetzt aber wirklich Schluss. Mach's gut, Leute, und wie gesagt, bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao Bernd. Ja, dann haben wir jetzt dieses Video. Heute noch kein schönes Video oder was ist der härteste Film der Welt mal angeschaut und ich habe meinen Senf dazu zugegeben. Ja, und ihr seht, also eine Reaction muss ja nicht immer sein, hier immer was Schlimmes sein, ja, sondern man kann doch auch einfach zu so einem Thema schön da seine Meinung sagen. Das hat mich jetzt interessiert, ne? Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen unterhalten und Spaß gemacht. Ja, mit der Art und Weise, wie ich das hier auch mache. Ich hoffe, dem Bernd hat es auch gefallen. Ne? Also jeder ist free hier, seine Meinung in die Kommentare zu schreiben. Natürlich auch du, Bernd, sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, vielleicht haben wir hier noch wirklich sehr, sehr viel Spaß zusammen. Ja? Und eben, es geht nicht darum, hier irgendjemanden in die Pfanne zu hauen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben oder nach unten da, je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann entweder hier auf dem Kanal oder in der Bundeshöheanstalt, je nachdem wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao und Servus.